Stefan. Nein, der Lerchgraf. Nach knapp 230 Kilometern von der Elbe. Ein irren Tieflader. Das ist ja echt mal ein Geschoss hier. Mit Hafentrailer auf einem Tieflader, so einen habe ich noch nie gesehen. Der ist sowieso nur 30 cm hoch und der lässt sich sogar noch auf, boah, gefühlt 10 cm runterfahren. Da brauchst du fast gar keine Rampe mehr. Hammer! Dieses ganze Geschoss. Wird jetzt runtergezogen, hier mit dem Trecker. 400 Tonnen Stahl. Ein eingespieltes Team hier, Wahnsinn. Und da fährt sie. Die Deichgräfin. Vorsichtig. Ich bin total begeistert. Echt Wahnsinn. Ist das ein schöner Anblick. Ist ein schönes Boot. Ist auf jeden Fall keine Ruine. Das wusste ich auch vorher. Weil ich habe sie mir vorher schon mal angeguckt. Jetzt kriegt sie ihren Stellplatz. In der Werft. Dieser Tiefladen. Da steht sie. Jetzt mache ich erstmal einen Rundgang ums Boot. Sieht das nicht herrlich aus? Dieses Blau, dieses Rot, der Rumpf. Das Antifouling ist vor 2 Jahren gemacht worden. Sie stand 2 Jahre trocken. Und sie will wieder ins Wasser hier. Ein herrliches Boot. Erstmal eine Besichtigung von innen. Es ist eigentlich alles sehr original. Hier ist nicht viel verbastelt worden. Hier der Steuerstand. Ein paar Sachen sind gemacht worden, aber insgesamt gesehen hier die blauen Auflagen hier. Das ist das Holz, der Tisch. Selbst die Gardinen, die sind mit Liebe genäht worden hier. Die Decke, die Lampen. Es ist alles sehr, sehr, sehr original, ja. Das ist jetzt eine Bestandsaufnahme. Hier die Kombüse, eine Spüle, der Teppichboden und das muss raus und so, ein paar andere Sachen hinten auch, der Boden muss raus, aber insgesamt gesehen brauche ich hier nicht viel rumkratzen und schaben. Es sieht eigentlich alles sehr gut aus. Als erstes habe ich jetzt die Gardinen abgenommen und auch die ganzen Polster rausgenommen. Die sind alle auf dem Wagen. Die werde ich mit nach Hause nehmen, abziehen und alles waschen und lüften. Aber auch jetzt hier sieht man, es ist alles perfekt. Es ist alles perfekt. Hier gibt es sogar eine kleine Kochnische. Ja gut, da müssen wir jetzt noch mal ran. Das ist wirklich auch hier, keine Ahnung, 70er Jahre. Das weiß ich nicht, ob so bleibt, aber es ist sauber und korrekt. Und da hängen die Gardinen schon. Ich bin ja auch ein alter
Waschmaschinenbediener. Also Wäsche waschen kann ich auch. Und das ist hier pflegeleicht, 30 Grad. Ja, die Fände habe ich auch mitgenommen. Die Taue, die waren vom Salzwasser ziemlich grün und hart. Die habe ich weich gemacht. Und auch die Bezüge von den Polstern sind gewaschen. Und bei diesem wunderschönen Frühlingswetter trocknen die natürlich herrlich. Dann habe ich den Wagen gepackt mit Hochdruckreiniger und Industriestaubsauger und. Jo, da bin ich auch gut. Konnte ich kriegen. Leider war das mit dem Wasser jetzt ein kleines Problem. Das hole ich aber nach. Ich habe jetzt erstmal so eine Grundreinigung gemacht hier mit Eimer Wasser und Schwamm und Lappen, Fenster geputzt und zumindest diesen Bereich, wo man rein und raus geht, die Persenning und so weiter. Das habe ich alles jetzt im Zuge an einem Tag so ein bisschen gesäubert, damit man beim nächsten Mal trockenen und sauberen Fußes ins Boot einsteigen kann. Das Ganze habe ich jetzt hier im Schnelldurchlauf, kennt man ja, wie sowas läuft. Später werde ich sowieso noch mal mit dem Hochdruckreiniger herangehen. Aber es hat Spaß gemacht und mir ist nichts aufgefallen, wo ich irgendwie etwas ja, zu bemängeln hätte oder was ich nicht weiß. Die Geschichte mit dem Motor und so, das zeige ich euch später in dem zweiten Teil. Weil Batterien habe ich schon bestellt. Aber das ist auch alles völlig in Ordnung. Ich genieße einfach jetzt hier diese Arbeit auf dem Trockendock, sage ich jetzt mal, um das Ganze ein bisschen wohnlich zu gestalten. Und ja, und dann schauen wir einfach weiter, wie es weitergeht. Das hat auf jeden Fall viel, viel Spaß gemacht und morgen werde ich die Polster wieder einbauen und die Gardinen aufhängen, weil die Polster sind auch schon wieder bezogen. Also morgen habe ich auch mindestens 2 Stunden, 3 Stunden zu tun. Dann zeige ich euch vielleicht auch den Motor und so weiter. Aber es ist wirklich ein schöner, sauberer Anblick jetzt hier im Innenraum. Ich finde ja diese 2 kleinen Messingbullaugen da in den Fensterscheiben, finde ich ja sehr interessant.